1918, kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs, steht es schlecht um die Moral der Soldaten. Und es kommt noch schlimmer. Viel zu lange verschwiegen die kriegsführenden Länder die Krankungen in den eigenen Lagern, so dass ihre Truppen nicht den Mut verlieren. Auch im Militär in der Region kommt es zu den ersten Opfern von spanischen Grippe. Wir haben die Historikerin Silvian Messerli per Skype eingeladen, um zu fragen, welche Massnahmen das Militär darauf trifft. Je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de prendre ses responsabilités parce que la grippe avance à un tel rythme que Ich glaube, das Militär hat keine andere Wahl gehabt, als Verantwortung zu übernehmen. Die Grippe hat sich so schnell verbreitet, dass das Militär gezwungen war, einzugreifen. Oft hat man keine Möglichkeit gehabt, Normen entsprechend zu handeln. Darum hat man häufig Einschränkungen eingeführt an den Orten, wo das Militär war. Zum Beispiel hat man Depots für die Kranken eingerichtet. In Biel hat man das gemacht, aber auch Sonsbeau, Villeray und Saint-Léger. Und in den Einrichtungen hat man versucht, die Kranken zu versorgen. Saint-Léger, par exemple, et à partir de ces endroits-là, on va essayer, tenter de soigner les malades. Die Heilung und der Kampf gegen das Virus ist schwierig. Man wird erst in den 30er Jahren merken, dass es sich nicht um einen bakteriellen Infekt handelt. Die Mediziner können also nur bedingt das Virus eindämmen. Derweil steigt die Todeszahl in der Reihe vom Militär stark an. Alors, on a des chiffres, on a des statistiques qui se lisent. Wir haben Zahlen. Die Behörden haben Statistiken in den Zeitungen veröffentlicht. Wenn man zum Beispiel Villeray anschaut, sieht man, dass die Gemeinde stark betroffen war, weil das Militär dort stationiert war. 70 Militärangehörige sind gestorben und 20 Zivilpersonen. Für so eine kleine Gemeinde ist das enorm. Und es führt dazu, dass man 1923 in Villeray ein Denkmal aufgestellt hat. Et ça va d'ailleurs faire en sorte que en 1923, on va poser une plaque commémorative de cette grippe de 18 dans le village de Villeray. Um die schnelle Ausbreitung des Virus, das sich langsam in der Bevölkerung breit macht, zu reduzieren, reagiert der Bund mit den ersten Massnahmen. Der Florian Eitel vom Neuen Museum Biel vergleicht diese Massnahmen mit den heutigen Entscheiden, die die Behörden wegen dem Coronavirus treffen. Wir sind gewusst, man muss absolut versuchen, die Hygienevorschriften einhalten und Sozialdistanz, also die Leute in Quarantäne setzen und möglichst das Zusammenleben, das öffentliche Leben zu reduzieren. Es ist nicht so weit gegangen wie heute. Also, die Restaurants sind offen gewesen und die Betriebe sind eigentlich grossteils weitergelaufen, insofern es noch Arbeiter hatten. Aber Schulen sind zu, Theater, Kinos sind zu und, das ist ganz neu, Gottesdienste sind zu. Die Verunsicherung in den Truppen ist gross. Das zeigen unter anderem die Erfahrungsberichte vom französischen Militär, wo auch die Briefpost von der Schweizer Truppe überwacht. On apprend que au début de l'épidémie, les soldats sont presque contents de ne plus avoir d'exercice. Am Anfang der Epidemie sind die Soldaten froh, dass sie nicht mehr einfach Übungen müssen durchführen. Aber ab Mitte Juli merkt der französische Geheimdienst, dass die Briefe, die die Soldaten schreiben, sich stark verändern. Die Soldaten schicken ihren Familien Briefe mit ihrem letzten Willen. Et on constate aussi que les soldats transmettent à leur famille leur dernière volonté. In unserem letzten Teil der Serie über die spanische Grippe zeigen wir euch, was mit den Schulen in Biel passiert und erzählen euch die Geschichte von Elisabeth Lüthi, die Telefonistin bei PTT ist.